Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe in Forza Horizon 4 und es steht wieder an Wheelspin in der Gold Digger Edition. Das heißt, es gibt ein paar mehr Spins als in der üblichen Wheelspin-Ausgabe und ja, schauen wir doch mal, was für krasse Fahrzeuge am Ende hier stehen. Wir haben es natürlich in der Vergangenheit, gerade insbesondere in Horizon 3, immer wieder erlebt, dass dann trotzdem irgendwie nur so ganz kleine Wagen stehen. Jetzt zu Beginn stehen hier noch ein paar schöne Fahrzeuge und natürlich auch ganz schöne Menschen. Ananas Caesar, Arcois, Black Eye Cry, Forza Cut, Ice Electric, Kuro, Mr. Elvinko, Racer, Rauschi, Timix und Slish. Oder so ähnlich. Ja, Jason. Ich nenne jetzt aber Jason. Moin. Ja, ja, hallo. Moin. Hallo. Moin. Gern, meine lieben Freunde. Gut. Ja, kurz zu den Regeln zu Gold Digger für die Leute, die das noch nicht kennen. Es gibt 6 Spins, die man drehen darf. Die ersten 4 Spins bestimmen den Wert, den man in ein Auto investieren darf. Die letzten beiden Spins sind für das Tuning. Wenn man ein Auto zieht, generell wird es für den halben Preis, quasi den halben Wert sozusagen seinem Credit Pool dazugerechnet. Und ich blende hier auch nochmal folgende Grafik ein. Sollte man einen Spin unter 10.000 oder gleich 10.000 Credits ziehen, entspricht das einem Wert von 10.000 Items, die grün sind, gleich 15.000 Credits, blaue Items 30.000, lila Items 50.000 und gelbe oder goldene Items, beziehungsweise Hupen, was auch immer, entsprechen dann 100.000 Credits. Gut, Leute, ich würde sagen, vielleicht hat der ein oder andere schon angefangen. Ich fange auf jeden Fall jetzt an, meine ersten 4 Spins und dann nochmal 2. Gucken wir mal, was für tolle Spins ich heute wieder kriege. Und es fängt natürlich mit ganz viel Kleidung an. Nein, ich will es nicht spoilern, aber es ist leider wirklich so. So. Leck mich. Geht das schon mal sehr traurig los bei mir. Ah. Ach du Scheiße. Ich hatte gerade im Übrigen bei mir im Bild den Millionen-Spin. Echt? Okay. Ja. Ich hab ihn tatsächlich noch nie gesehen, zumindest mal nicht bewusst, tatsächlich. Ach, oh, Scheiße. Okay, das wird interessant. Oh Gott. Also, was ist, wenn man Thema verfehlt, fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere. Ja, das ist halt scheiße. Goldiger heißt ja eigentlich, dass man ein dickes Fahrzeug und ja, wie auch immer, aber. Naja, gut, okay. So, also klar, jetzt kommen wir zum Tuning bei mir. Ihr wollt sich doch hardcore verarschen. Da muss hoffentlich, da muss jetzt hoffentlich irgendwas krasses kommen, sonst sehe ich echt schwarz. Bitte. Ich hab Bitte. Ey, das ist doch so Mama. Alle Achtung, Creme ist dieses Creme. Ding wert? Komm, bitte. Ich kann hab immer was Gelbes zur Auswahl. Ja, ich, natürlich. Fick dich, ich, Alter. Kann, dieses Drecksformat, ey. Ich breche jetzt hier ab, ey. Ich mach nie wieder mit. Ich hab keine Bock. Ja, ein Konkurrent. Weißt du, ich hab die Woche hab ich eine Sonderfolge rausgehauen, wo ich ein paar Spins gedreht habe. Und da kommen so Kommentare. Wie viel Glück du hast. Du hast die geilen Spins. Und ich so, ja, genau. Guck dir mal die Wheelspin-Folgen an. Dann siehst du mal, was die geilen Spins ich hab. Mann, ey. So, egal. Gleich mal am Anfang ein bisschen Energie raushauen. Dann kann ich ja jetzt ganz entspannt. Na, wie geht's euch? Habt ihr auch tolle Spins gehabt? Ja, ich freue mich. Wundervoll. Nein. Ich freue mich jetzt schon riesig drauf, aus diesen gegebenen Spins wirklich jetzt was Tolles aufzubauen. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal zum nächsten Häuschen und hab ganz viel Spaß. Und toll. Ich hab einfach es mehr Kohle so fürs Tuning lächerlich. Als fürs Auto. Also kurz nochmal, die Idee bei der Gold Digger Edition ist ja eigentlich, dass man ja mit zum Beispiel so einem Bugatti aufkreuzt oder mit irgendeinem anderen krassen Wagen. Ja, ich glaube, den Traum können wir uns schon, also ich kann mir den abschminken. Aber mal gucken. Ja. Geil, Mann, Alter, es ist so lächerlich, ey. Also ich hab... Scheiß ist so lächerlich. Also ich glaube, ich habe jetzt maximal das rausgeholt, was normale Leute in einem Dreier-Wheelspin ziehen. Ja, so ungefähr. Ja, das sieht bei mir nicht so anders aus. Bei mir doch besser jetzt bei unserem schon, Startfahrzeug aber... bleiben, oder wir beide? So, ja, ey, besser wär's, ja, aber ich komme nicht im Ansatz an den Wert ran, was ich auch mein nicht. Startfahrzeug also ich kostet. Mal gucken, wer weniger hat. Ich glaube echt, ich bin da gut dabei. Was zur Hölle? Im negativen Zug. Ach du Gottchen. So, ich muss gerade mal ein paar Autos, die ich gezogen habe, den Wert mal kurz nochmal gucken. Ey, also ich weiß nicht, ich bin schon mal unter 200.000, also ich weiß, ja, mein Beileid, Alter. Oh, Alter, ich kann nicht rechnen. Oh. Ja gut, Leute,
Ich gehe da mal raus im Channel und dann geht's auch los für euch. Andi, soll ich auch einen extra Channel ziehen? Ja, oder? Bitte. Ich will mein Elend allein haben. Na, alles klar. Dann hat jeder 15 Minuten Zeit. Ich wünsche dann schon mal viel Spaß. Gut, Leute, also, ja, ich habe das natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, falls jetzt jemand denkt. Ich meine, einmal haben wir 200.000 Spin gezogen, das ist schon mal sehr gut. Wir rechnen kurz zusammen. Wir haben 15.000, 200.000, 10.000, macht schon mal 225.000. Dann den X5 gezogen. Ich habe gerade geguckt, der hat 100.000 Wert. Die Hälfte davon darf ich dazu rechnen, macht 50.000 nochmal dazu, macht 275.000. Das ist schon mal sehr gut, was ich fürs Auto alleine ausgeben darf und soll. Und dann hat man nochmal 30.000 das Spin gehabt für Tuning und eben den Golf. Dem war auch die Hälfte des Wertes. Das sind dann 10.000, macht 40.000 fürs Tuning. Es könnte schlechter sein. Das war jetzt auch ein bisschen übertrieben dargestellt von mir. Aber wie gesagt, in der Golddigger Edition rechnet man eigentlich mit bisschen mehr. Aber ja, es ist jetzt so. Wir gucken mal, wir gehen oder sortieren direkt mal nach Wert und gehen dann auch mal hin. Man ist auch angehalten in der entsprechenden Klasse oder in der entsprechenden Kategorie auch wirklich nah an seinem gezogenen Wert ein Fahrzeug zu kaufen. Also 275 hatten wir ja, das heißt, den Gallardo würden wir nicht mehr kriegen, den Testarossa würden wir kriegen, auch die G-Klasse, den FF oder die Corvette Z1 würden wir kriegen. Ja, deswegen, ich muss mich jetzt quasi zwischen den beiden entscheiden, würde ich sagen, weil das ist schon zu viel. Also ich rechne nochmal nach, nicht, dass ich mich verrechnet habe. Also 15.000 plus 25, 225, ja, 275. Dann würde ich sagen, wir kaufen uns die ZR1 nochmal neu. Und bauen auf der auf. Wir hatten zwar erst in der letzten Wheelspin-Ausgabe oder vorletzten Wheelspin-Ausgabe irgendwie eine Corvette, aber was sei's drauf. Genau, dann machen wir da mal, machen wir die einfach mal so hier so eine böse Farbe, oder? Ja, darf sein. So, diese 20.000, die übrig sind, darf ich natürlich nicht verwenden, ja, also deswegen, es gibt da einen getrennten Pool. Es gibt ja auch noch die Sleeper-Variante, da ist es genau umgekehrt, da hat man dann 2 Spins fürs Fahrzeug und 4 Spins fürs Tuning. Hat in der Regel auch nicht immer geklappt, aber ja, die Version gibt es auch noch. Gut, also wir haben 40.000, was wir tunen dürfen bei dem Fahrzeug. Und das ist natürlich die große Frage, was machen wir? Was kostet nicht viel Geld? Allradumbau ist halt leider bei Wheelspin fast schon Pflicht, muss man leider sagen. Es ist eigentlich eine Todsünde bei diesem Fahrzeug, aber es ist halt einfach irgendwie Pflicht, weil wir halt alle möglichen Klassen oder Kategorien bekommen könnten. Und deswegen ja, bauen wir das ein. Auch ja, ein Umbau auf Turbo macht nicht so, wobei, es bringt schon mehr Leistung. Auch das ist eigentlich eine Todsünde, aber es ist relativ günstig und es bringt viel Leistung. Und ich glaube, mir wurde auch mal gesagt, wenn man auf den umbaut, dann ist es gar nicht so teuer, oder? Ja, genau. Dann zahlt man nämlich nur die 5,4 und gar nicht den Maximal, nicht den Umbau. Das heißt, wir haben auch ein bisschen Leistung jetzt schon mal gemacht. Ja, Fahrwerk wäre auch nicht schlecht. Und Gewicht ist auch mal gut, kostet auch nicht so viel. Bauen wir auch mal ein und überhaupt die ganzen einstellbaren Sachen mache ich jetzt einfach mal rein. Das schadet nicht. Getriebe würde ich mal lassen. Diff. Ja, ich würde. Diff lassen wir auch mal. Wir sparen uns das. Aber Reifen könnten wir vielleicht. Reifenmischung haben wir schon eine gute. Reifenbreite ist halt relativ teuer, aber bringt uns halt gut Grip. Ich weiß nicht, wie ist denn das eigentlich bei der Aerodynamik? Ja, die wird natürlich auch was bringen, aber naja, die bringt aber hier nicht mehr und vorne, was kostet denn der Spaß? Wir machen es mal. Müssen noch ein bisschen aufpassen. Reifen, haben wir jetzt hinten auch schon die breitesten? Ja, wir haben vorne hinten die breitesten. Spur können wir auf jeden Fall machen, das ist nicht so teuer. Es wäre blöd, wenn ich darauf verzichten würde. Und deswegen bauen wir das auch mal auf jeden Fall ein. Fortsetzen. Ja, Offroad-Reifen wäre noch eine Überlegung, wenn es Offroad geht, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir nicht so viel Offroad fahren. Diff machen wir doch, weil ich ja ein Allrad eingebaut habe, fällt mir gerade ein. Wegen der Verteilung. Ja, und jetzt halt Leistung. Was kostet nicht viel und bringt viel? Das können wir noch machen für 2000. Nockenwelle. Nockenwelle wäre ein guter Weg. Oder, ah, da wären wir knapp drüber. Verdammt. Okay, dann keine Nockenwelle. Hubraum vielleicht. Ist auch teurer. Ja, dann machen wir fast. Was bringt die? 10 kW bringt die. Was bringt das hier? 6 kW. 10 kW. Was kostet das? 2,2, okay. Das hatte ich schon. Ja, das ist auf jeden Fall günstiger. Wenn wir ein bisschen auf den Preis achten, das ist viel zu teuer.
Ist auch viel zu teuer, bringt nicht so viel. Ist auch viel zu teuer, bringt viel Leistung, aber ist auch viel zu teuer. Aber ich könnte es mir leisten. Macht das Auto aber halt nochmal gut schwerer. Aber es bringt halt auch Leistung. Leistung ist ja nicht verkehrt. Okay, dann bauen wir das mal ein. Dann haben wir jetzt noch knapp 1000. Aber für 1000 gibt es, glaube ich, kein Einbauteil, oder? Für den Motorraum. Ja, da würden 50. Verdammte 50 hätten wir zu viel. Da müssen wir doch an der Spur nochmal was verändern. Aber ob es mir das wert ist? Da gibt es nochmal irgendein Teil, was... Nee, es gibt eigentlich kein Teil, was günstig ist, oder? Nee, 1,3. Ventile. Nee, die Ventile sind echt teuer. Krasser Scheiß. Was habe ich hier gar nicht eingebaut, ne? Ja, Moment mal. Pass mal auf, dann machen wir den rein. Und gucken mal, ob wir hier... Nee, fuck it. Okay, das bringt nichts. Ach, aber da gab es noch mal was für 1,3. Pass mal auf, hier gab es doch was für 1,3, oder? Bin ich jetzt bescheuert? Hier, genau. Dann machen wir das noch rein. Dann haben wir nämlich nicht so viel Gewicht, dann passt das schon. Dann bauen wir es ein, haben wir genau die 40.000 ausgegeben. Installieren wir mal. Und dann sind wir, glaube ich, so schlecht nicht aufgestellt. Ja. So. Eigentlich müsste ich das Fahrzeug ja Gold machen, ne? Und nicht so schwarz. Pass mal auf, goldiger... Machen wir Gold. Ja, wenn, dann ziehen wir das richtig durch. Das sieht richtig hässlich aus. Aber wenn, dann machen wir das richtig. Weil wir können auch so dieses Messing-Kohlefaser nehmen. Nein, machen wir nicht. So. Gold. Oder wir machen Messing. Messing sieht für mich goldener aus, tatsächlich. Also es sieht für mich goldener aus als Gold. Weil jetzt gucken wir uns mal Gold an. Ja, weiß nicht. Also Gold ist halt so Zink. Ne, ist auch hässlich. Nee, komm, lass mal Messing nehmen. Messing, finde ich, sieht ganz gut aus. So ein halbglänzendes Messing. Ist so ein geiles Gerät. Ja, übernehmen wir. So. Sehr gut. Da machen wir noch ein bisschen Einstellfahrten. Und ich habe voll vergessen, auf die Zeit zu gucken, wie lange wir noch tunen dürfen. Ich habe vergessen, den Timer zu starten. Deswegen weiß ich gar nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr schlecht. Aber ich denke mal, wir haben noch ein paar Minütchen. Oh, jetzt fahren wir mal ein paar Meter. Ich weiß ja gar nicht, ob das wir da viel tunen müssen. Vielleicht ein bisschen hier hinten die Verteilung ein bisschen mehr auf die Hinterachse legen. Das auch nicht ganz so krass machen. Ja, Aerodynamik machen wir vorne auch mal ein bisschen mehr. In der Hoffnung, der wird in der schnellen Kurve nicht abfliegen. Den Rest würde ich eigentlich erstmal mehr oder weniger lassen. Wir können das Getriebe ein bisschen länger, glaube ich, setzen. Schnell ist er halt echt nicht, ne? Ja, wobei, wenn wir das Getriebe lang genug setzen, kommt da schon was rum, glaube ich. Jetzt verlieren wir eher wieder. Ja, machen wir mal so. Das passt schon. Jetzt fahren wir mal die ganz schnellen Kurven. Dann gehen wir ganz kurz mal auf unsere Teststrecke. Und schauen mal. Ja, ein bisschen untersteuern ist es schon, das gute Ding. Aber ja, ist okay. Meine, wir könnten eigentlich vorne tatsächlich aufs Maximum Anpressdruck gehen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Wenn das Heck ein bisschen tänzelt, glaube ich, nicht so schlimm. Gut, was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist beim Stabi die Stabis hinten ein bisschen oder vorne weicher machen, dass es einfach vorne ein bisschen besser abrollt. Dann haben wir auch nicht so in den schnellen Kurven so einen Untersteuereffekt.
Weg da! Ja, keine Ahnung, wie lange wir noch Zeit haben, ehrlich gesagt. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal zurück zu denen und guck mal, vielleicht hat jemand zufälligerweise ja mitgestoppt. Unge. So, ich habe vergessen, die Zeit zu stoppen. Weiß jemand, wie viel Zeit? Das haben wir jetzt gerade eine Sekunde vorher gefragt. Also ich schätze mal, wir haben noch ungefähr so 3 Minuten. Okay. Bin ich ja nicht. Ja, wir haben noch genau 3 Minuten. Okay, gut. Oh, dann lassen wir noch 3 Minuten laufen. 3 Minuten, oh Gott. Und Andi denkt jetzt, ich habe ihn vergessen wahrscheinlich. Also. Ihn vergessen? Ja, in dem Channel da unten. Ich lasse ihn nicht so unversauern. Hat er doch gesagt, er wollte mit seinem Elend allein gelassen werden. Ja, stimmt. Lassen wir ihn alleine. Laden wir ihn einfach nur zu den Veranstaltungen ein. Wieso Elend? Was, so wenig oder was? Ich hab ein Problem. Ja, angeblich hat er scheiß Bins gehabt. Ja, angeblich toll. Jeder. Und am Ende hat auch jeder wieder. Also 3/4 der Leute haben genauso viel rausbekommen, als wie jeder normal in einem Dreier-Bins-Bin sieht. Ja, gut. Wenn nicht sogar weniger. Nee, weniger. Ja, ich bin absolut Giga-Rip. Giga-Rip. Alles ja, klar. Bei mir geht's. Junge, bei ihm. Solange du nicht Terra-Rip bist, alles gut. Mir doch einfach die scheiß Farbe, Junge. Also ich hab 300 kW, ich versäge euch alle. 459. 1130. Ready, ja, 1007. Halt doch die Klappe, ey. Ich will das gar nicht hören. Was wurde von jetzt von alle die anderen? Wenn Ray schon so reagiert, ne? Das kann ich nicht. Das ist peinlich, ey. Wenn ich so eine Karre hab und dann letzter werde, das ist ja total packend. Ja, wir spielen ja eigentlich eh die meiste Zeit im Team. Also von dem her. Oh, ernsthaft? Zieht man ja das ganze Team mit in die Scheiße. Glück. Ray muss doch nur wieder ins richtige Team kommen, ne? Hey, ich hab mal Blitzation eine neue Bestzeit aufgestellt. So scheiße kann's ja dann doch nicht sein. Genial. Aber man muss auch sagen, ich bin die auch nie wirklich, ich fahr die auch nie wirklich groß, ne? Junge, weg da! Heidewitzka. Mir fährt gerade jemand um 23:30 Motorrad. Okay. Läuft bei ihm. Ach, ich stelle mich schon mal auf. Es bringt nichts, jetzt hier durch die Gegend noch zu dümpeln. Wo waren wir? Ah ja, da bei ihm. Gedönse. Ich ziehe Andi schon mal. Ich sage aber, er hat noch eine Minute. Aber halt. Du hast noch eine Minute, aber ich habe gedacht, ich schieb dich mal vorher, weil mir langweilig war. Ja, ich... Bin auch fertig eigentlich. Ja, ich auch, deswegen. Ich sag, ich bin fürs A-Team unterwegs. Ah, geil. Ja, ich fahr grad meine Teststrecke so ein bisschen ab. Mal schauen. Justin, ja. Was ist das? Alter, was ist das? Kennst du dich oder was? Das ist doch so ein Lotus, glaube ich, ne? Ja. Also eigentlich habe ich das Ding, alles was an Performance-Upgrades ging, reingeknallt. Was wenig Leistung. Robin? Also Timix, wo ist denn das ein Golddigger? Das ist ja mal eine Bastelbude, ey. Ein Racer. Ja. Muss mindestens mal sagt so ein bisschen so, Goldfarbe aufs Auto hauen, dass mindestens das Statement richtig gesetzt wird, ja? Ja gut, wenn man ja, mit Leitbild angeben kann, damit Optik vielleicht auch nicht so, weiß nicht. Na ja, gut. Auf jeden Fall merke ich schon, Heckflügel ist stark hier vertreten. Ihr werdet bei mir gerade alle nicht angezeigt. Ich sehe eure Namen bei eurem Autos nicht. Na, besser so. Ist besser so. Ah, besser ist es. Ich muss noch hinterkommen. Ich bin noch nicht da. Da stand auch ein Ray drin. Ich hoffe einfach, hier ist stehen. Oh, ja, du. Vince, du schiebst mich weg. Das finde ich so geil, wie die Leute immer, wenn sie sehen eine Lücke und denken, sie können da hinfahren. Kayado Spider. Leute, ihr werdet mich alle dafür hassen, was ich getan habe. Aber Timo, was hast ja, du? Wir hassen dich jetzt schon. Also in Wheelspin kann 800. Man eigentlich Menschen nicht hassen. Es sei denn, 14. du hast einen Porsche gequält, okay. Dann kann ich dich schon hassen. Aber sonst nicht. Also Zeit ist auf jeden Fall um, also kommt mal bitte alle her. Ja. Komm mal. Ich geh schon mal in Drohnenmodus. Ach, ja, du hast die Scheiße. Es ist schön, wie alle noch im Schatten stehen. Vorne ist die Sonne, da bloß keine Sonne. Das jede Ausgabe wieder steht hier eine Camaro. Und eine Corvette. Und eine Corvette. Ja. Oh, Icy, der war auch geil. So, da kannst du aber nicht vorne sagen, dass das unsichtbar ist, ja. So, ich glaube, sind fast alle da. Wir fangen einfach mal an mit Vince. Einmal kurz sagen, ja, was, wie viel Geld du für das Fahrzeug hattest, wie viel fürs Tuning und kurz, was du gemacht hast und ja.
Also ich habe die ersten vier waren 153.000, habe mir dann so 100 in dem Rahmen hier den Nissan GTR 2017 gekauft, hatte 45.000 fürs Tuning, habe Reifen, also komplett Performance, Bremsen und Fahrwerk und ein bisschen Leistung reingehauen. Ja, bin jetzt beim LI von 907, ja. Ja, cool. Zufrieden. Jason? Ja, ich hatte 140.000 fürs Auto. Dann habe ich mir einen Cayman GT4 ersteigert. Ersteigert? Nee, was ist ersteigert? Gekauft? Ja, ich hoffe doch. Wir machen keine Auktionshausformate. Ja, mein ich ja gekauft. Ja, Preis gibt, kann ja passieren. Alles gut. 55.000 fürs Tuning. Und dann habe ich halt nur ein Allrad und ein Turbo reingebaut. Mehr ging nicht. Ja, was man so macht, wenn man sich einen Cayman kauft. Ne? So, Forza Cut. Also, ich hatte 62.500 fürs Auto, hab mir dann diesen wunderschönen Lotus gekauft und hab dann noch ein bisschen Leistung, Allrad reingebaut und hatte fürs Leistungszeug halt 52.000 noch da. Ja, das hat so mehr wie ich fürs Tuning. So, Timix. Jetzt kommt das Weltrekordauto. Erster Wheelspin waren 10.000, 5.000, 2.000, 15.000, insgesamt 37.000 fürs Fahrzeug. Du weißt schon, dass der 2.000er als 10.000 zählt. Und der 5.000er auch. Ups. Oh. So eine Pfeife, ey. Ja, so, wenn ich nicht beachtet hab, dann ja. Selber schuld. Okay. Dann habe ich mir selber in die Grube gegraben, egal. Ja, richtig, ja. Macht man nur einmal. Und dann nochmal 5.000 und 15.000. Geil, logischerweise habe ich dann 120. 20.000 getuned, nice. Richtig, also Turbo rein, maximale Gewichtsersparnis und Offroad-Reifen. Weil ich hatte tatsächlich auch einmal 5.000, das habe ich aber gar nicht kommentiert, also auch für die Zuschauer, falls der einer schon die Tasten gehauen hat, jetzt nur 5.000, ja, der zählt natürlich jetzt 10.000. Ja, ich hatte insgesamt in der Summe 275.000, habe mir dann für 20.000 weniger den oder ZR1 geholt, weil es gab noch den Gallardo, aber der hat 280 gekostet, also 5.000 haben mir gefehlt, deswegen ist es dann der hier geworden. Sehr bitter, ja. So, ja, und für Tuning hatte ich 40.000 und ich habe natürlich keine Todsünde begangen, nee. Alles, ich habe nur das verbessert, was es schon gab. So, Racer? Ich glaub dir nicht. Doch. Ja, also ich hatte insgesamt 105.000 für das Auto und fürs Tuning hatte ich 240.000, wo ich wahrscheinlich nicht mal die Hälfte ausgegeben habe. Also ich habe Vollaufbau. Ich wollte schon sagen, also wer Geld für Felgen ausgeben kann in dem Format, der hat auf jeden Fall mehr als genug für Tuning. Sehr gut. Dann Andi? Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum du sagst, du stehst schlechter. Ich hatte 50.000 insgesamt fürs Auto. Das war ein Witz. 25.000 für Tuning, hab mir von Pace aus dem ATM die Corvette geklaut und hab im Prinzip einen Rund-Performance-Aufbau gemacht, von allem halt ein bisschen was. Okay. Dann, Blacker Cry, der hatte auf jeden Fall Geld für ja. Das angesprochene Auto. Ich hab insgesamt 282.500 fürs Auto gezogen, hab mir den Gallardo für 280.000 gekauft und ich hatte nochmal fürs Tuning 280.000. Alter, maximal was hast du gezogen? Alter. Ich kann's dir sagen. Alter, krass. Ja, was hast du im Tuning? Hast du dir nur zwei Spins gehabt und wie kamst du auf 280? Einmal 200? Einmal so eine legendäre Hupe. Okay. 100.000 und einmal ein 180.000 Spin. Okay, krass. Ja, das ist ein geiler Spins oder geiles Spins auf jeden Fall. Ja. Da, gut, ja, Vollaufbau, mehr müssen wir, glaube ich, dazu nicht sagen. Kuro? Ja, bei mir war's, naja. Es war so Mittelfeld, wenn ich so das hier mitbekomme. Insgesamt 80.000 gezogen fürs Auto. Mir dann den Alpha hier genau für 80.000 geholt. Fürs Tuning 40.000 gehabt. Ja, bisschen hier, bisschen da. Und ja, mehr war da auch nicht drin. Okay, Ice Electric, nochmal ein Lambo. Also da ist auch nochmal gut Geld geflossen. Ja, doch, der erste Spin war direkt 170.000. Das war ganz nett für den Anfang. Dann noch Maris Miner, der hat mir 10.000 gebracht, ein Bentley Continental GT, nochmal 121.000, Hälfte. Und 2.000 hat mir 10.000 gemacht, hatte ich also insgesamt 311.000. Hab mir für 310.000 dann den Lambo gekauft, der Aventador. Fürs Tuning hatte ich dann 137.000, hat also für den Vollaufbau gereicht. Cool.
Rauschi. Also ich habe in den ersten vier Spins insgesamt 67.500 gezogen, habe mir dann für 60.000 diesen wunderschönen Camaro Zettel 1 geholt. Im fünften Spin hatte ich dann 190.000 und nochmal 10.000 danach, also 200.000 fürs Tuning, Vollaufbau. Also ihr werdet mich hassen mit V12, mit Allrad. Oh, aber Felgen vergessen. Andi. Oh, tut weh. Schade. Aber keine Raus. Felgen. So, dann Ananas Cäsar. Ja, 250.000 fürs Auto, 110.000 fürs Tuning. Den ersten, also nicht den Serienmotor, sondern einen Motor weitergenommen. Turbo, Allrad, fast Vollaufbau. Noch ein paar Felgen gegönnt und ja, schön Gold. Und eine schöne Farbe, so wie ich das auch gemacht habe. Ja, zwei haben das Thema absolut erfüllt, was die Farbe betrifft. Und ein paar goldige Autos haben wir auch, also gerade wenn man Lambo hat oder so, Ferrari auf jeden Fall. Ja, gut, Leute, dann würde ich sagen, den Zufallsgenerator habe ich schon gestartet. Wir werden im Frühling eine Sprintveranstaltung angehen. Also es fängt eigentlich ganz cool an und wir können eigentlich ja gerade das Sprintrennen da vorne machen, was um die Ecke ist. Da fahren wir doch einfach mal schon mal ein bisschen hin. Und ja, mal gucken, wie ich mit meinem Heckantrieb Kompressor V8 so klarkomme. Es wird ganz kritisch sein. Aber ich wollte unbedingt authentisch bleiben. Damit Andi nicht böse ist. Ich höre ganz genau hin, Kollege. V12 B-Turbo Muscle Car, hey. Das Dubbel. Ist doch die größere Todsünde, dass du die Corvette Muscle Car nennst. Nee, Camaro, aber egal. Ich glaube, ich hatte Glück, dass damals Andi in der Lost Horizon Folge nicht dabei war, wo ich in diesen einen SUV ein V12 reingeklatscht habe. SUV ist mir scheißegal. SUV, ja, ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, Andi sowas von scheißegal. Was SUV es war ein Ami. SUV ist an sich eine Sünde, oder? Das ja, absolut. So sieht's aus. Da bin Andi, ich ist zwar ein Camaro, aber egal. Camaro. SUV steht doch Camaro. So unter den Vehicles. Joa. Die viel größere Todsünde, die ich begangen habe, ich habe einen Forza-Splitter angebracht, ja? So. Ich habe einen Forza-Flügel. Oh mein Gott. Ja, der Forza-Flügel wäre noch schlimmer, ja? Ja, Gott. Oh. Ja, eben. Das selektiert Forza selber aus. Aber die, bei der Corvette ist doch der Heckflügel hundertprozentig einstellbar, also in Real Life. Ja, oder? Ist er auch. Ja, aber in Forza natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Scheiß auf Real Life, ja. Alles überbewertet. Ich meine, die könnten ja verschiedene Stärken machen. Dass sie können ja sagen, dass der Forza-Flügel mehr, dass man da höhere Downforce-Werte einstellen kann, als im Serienflügel oder sowas, dass der halt einen Sinn hat. Aber so wie sie es halt machen, ist absolut sinnvoll. Warum habe ich jetzt Musik beim Ladeding? Ich habe doch den Streamer-Modus drin. Alles klar, scheinbar nicht. Ja, der Streamer-Modus ist eh mysteriös. Musst du den auch jedes Mal wieder neu einstellen? Ja, aktivieren. Ja, ja, ja. Okay. Weil ja. Man streamt ja prinzipiell nicht immer. So, der Gedankengang. Ja, aber wenn ich den einmal einschalte, dann habe ich da einen Sinn dahinter. Ja, eigentlich schon, ja. Dann aber die schlauer. Farbe, muss man sagen, sieht sogar relativ cool aus bei der Corvette, weil im Innenraum ist ja auch so diese sag ich mal, ja, Messingfarbe drin. So, ja, deswegen, cool. Das widerspiegelt sich ja eigentlich mit der Lackierung von draußen. Dem hier passt sogar eigentlich. Also ich würde jetzt damit nicht rumfahren wollen, aber es ist jetzt nicht komplett fail. Sagen wir es mal so. Viel mehr Fail wäre, wenn man tatsächlich ein Allrad Ulti eingebaut hätte oder den Kompressor zum Turbo gemacht hätte. Das fände ich eine Todsünde. Aber ich habe nicht die Alter. Mit oh einer Corvette C4. Ja, moin, Eis, auf Platz. Junge. Das Team Gold. So. Ja, mal gucken, ne, wie das ausgeht. Alter, der Aventador. Kann ich auch meine Wiesbaden-Ausgabe bitte vorne mitfahren? Nee, soll ich nicht anschieben. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, gerade bei Wheelspin, dass diese vermeintlichen supergeilen Autos mit X-Klasse meistens von den Fahrern nicht so ganz beherrscht werden und dann ist das gar nicht so relevant. Da sitzt auf einmal ganz hinten. Ray, du hast es gut erkannt, glaube ich. Aha. Aber mal gucken. Ey, ich find der startet richtig gut. Alter, so, da habe ich gutes Feindling gemacht. Alter. Ja, ja, Ray. Ja, ja. Ihr bitte. Was? Ich erinnere mich da noch an 488, den ich getuned habe, der ist besser wie der Allrad gestartet. Ist Alter. Und er hat Frontantrieb. Ja, Rausch, ne, der V12 hast du super drüber drüber. Ja, der Eckantrieb natürlich. Bisschen zu viel Bums. Direkt erstmal den ersten Kontrollpunkt verpasst. Ist aber super. Halt auch von Anfang an. Auch gar nicht anfangen mit dem Offroad-Aufbau bei der C4 bei 25.000.
Was ist? Nee. Geht denn bei dir so? Zumal wir haben ja auch gar nicht mehr so viele Offroad-Veranstaltungen. Das ist leidig, aber sonst ja, aber ich kenne nicht. Das war bisher immer das Gegensätzliche, was ja, ich auch gebaut habe. Bisher stand es ganz gut. Langsam wie eine Schildkröte. Was habt ihr der Kurve gemacht? Da waren 50 Reifen schon. Ich glaube, wir haben hinter Dorf werden Drifter. Der Wand. Das ja, macht der Galliardo irgendwie auch. Der fährt eher an der Wand als das sagen wir. Ich weiß nicht, warum sich der Nissan so schwerfällig fahren lässt. Ich verstehe es nicht. Weil es ein GTR ist. Ja. Also tut mir leid, aber ein GTR fährt sich halt nicht so unfassbar geil. Der ist so ein Wagen, den stellst du entweder perfekt ein oder du kriegst Probleme. Warte, das war das der mit dem Bodykit? Ja, welcher GTR? Der 217er oder ja, was? Ja. Ah, deswegen. Ja, der 217er, da musst du echt viel Zeit ins Feintuning investieren und so weiter, um da den Geilen zu bekommen. Das muss man wirklich so sagen. Da hätte ich mir jetzt gar nicht Viper kaufen können. Der ist im Forza irgendwie noch nie so richtig krass gewesen. Hätte ich mir jetzt einfach die Viper kaufen sollen und hätte da Feintuning. Ach, du Scheiße. Dann wäre es fein gewesen, glaube ich. Also, ich hätte noch einen Tester rausnehmen können. Der wäre auch noch zur Auswahl standen. Ach, hier ist der X-Lambo-Mensch, hallo. Aber dann habe ich mich doch für den entschieden. Ich hab vorhin gesagt, ich hätte lieber eine kleinere Karre gehabt, dann hätte man nicht so Scherz über mich gemacht, aber okay. Ja, Formel E wäre es besser gewesen, wenn ich den Truck Stallion genommen hätte, aber da habe ich blöde Erfahrungen gemacht. Yeah! Nein, ich habe den Treffpunkt verpasst! Nein! Nee. Und jetzt verliert das rote Team wegen dir. Wahrscheinlich. Wow. Oh, okay. Und ich freue mich auch noch gerade, dass wir gewinnen und dann. Alter. Alter, oh Andi, wir schneiden das Video. Das Rennen hat nie stattgefunden. Da müssen wir gleich eine neue Antwort machen. Scheiße. Genau. Also alles zurück zum Güterbahnhof. Ich komme nicht mal bis zum Ziel. Achso, das war jetzt unser goldiger Ferrari. Oder? Ja. Weiß ich, er führt erst Rennen an und dann. Oh, ich hätte es einfach nicht sagen sollen, dass die VG Tuken K nicht fahren können. Oh Mann, ey. Ihr seid so richtig gefahren. Ich war mir so sicher. Zweiter Gewinn. Ja, toll. Oh Gott. Ja, Punkt 1 ans blaue Team. Überraschung. Hey. Juhu. Hey, wir müssen Team wechseln. Ja, geil. Ja, ich zieh mir jetzt erstmal flache Melonenschuhe. Ja. Ich hab den Melonenhut. Und das ist für mich viel entscheidender, dass ich endlich mal meinen Kleiderschrank voll bekomme. Ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Ja, schäm dich. Ja. Das ist noch schlimmer als ein VZ12-Film. Hilfe. Maul. So, ich verrate mal lieber nicht, was die nächste Veranstaltung ist, weil ich muss erstmal. Oh nein. Ich muss nämlich erstmal hier den Streamer-Modus aktivieren und ich suche jetzt nicht lange. Ich habe mal eine Route schon mal hingesetzt. Und dann können wir da gleich starten. Oh. So. Ach nee. Ich bin auch im Ladebildschirm. Ja, ich auch noch. Ich auch. Ich nicht. Ladung geht. Das ist nicht eine Straße. Weil es ist asphaltiert. Toll, es sind keine Geraden gescheit dabei. Oh, warte mal. Komm, bitte, bitte, bitte. Winterquer fällt ein und Rundkurs. Das sind keine Geraden dabei, nee. Ja, die kann nicht voll ausfahren. Die Strecke ist 50% gerade. Echt? Findest du? Mit deiner Nase. Ja, ich habe einfach den erstbesten Rundkurs genommen, der nicht meine Teststrecke ist. Was soll das? Der mich da 30 Kilometer. So, ich glaube, einer fehlt noch, ne? Ja. Ja. Baut mich jetzt einfach hin. Ah, ja, jetzt. Dreh mal hoch, mich halt sauer. Ich erstelle schon mal. Ja, Jahreszeit, lasst euch mal überraschen. Winter. Winter 100 Pro. Oh nein. Jetzt werden noch Wetten angenommen. Bitte das ganze Geld auf unser Konto nehme ich gerne an. Ich sag Herbst. Ich gucke einfach die am wenigsten eine Jahreszeit nehmen, die Jahreszeit nehme ich, damit ich auf jeden Fall Geld verdiene. Ne? Das ist schlau. Minus 5 Cent auf Winter. Minus 5 Cent auf Winter? Ja, da machst du Schulden, wenn du gewinnst. Oh Mann. Dein Scheiß war 12. Ja, schlau muss man sein, ne? Ja, nee. Oh, ich hab's Herbst gesagt, geil. Oh Gott, nee, hast du nicht. Gib Doch, mir das Geld. Nein, ich weiß. Rausch, du bist genauso ekelhaft. So, an das rote Team. Oh, ich weiß ja gar nicht selber, ob ich im roten Team bin. Ja. Okay. Ja. An das rote Team, ich sag euch gleich, ob ihr gewinnen oder verlieren sollt.
Ich glaub, wer ist denn jetzt rausgeflogen? Ja, da sind zwei raus, ne? Ja. 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 Perfekt. Ja, egal. Ja. Zwei weniger macht. Jetzt hoffen wir halt, dass mal bei beiden Team nur einer weniger. Dann sind die einfach beim nächsten Rennen wieder dabei. Bin ich bei einem Team. Jawohl, jetzt gibt's 6 gegen 4. Warte? Kann passieren, ja. 8 gegen 2, wow. Ich glaube, das wird nicht passieren. 5 gegen Willi. Ja, wenn wir doch mal der Veranstaltung. Der V12 ist wie so eine nervige Mücke am Abend, weswegen man nicht einschlafen kann hier. Ja, irgendwie geht das Beidrehen wieder heute ein bisschen länger. Ja. Server sind dann wieder am Start. Das ist doch traurig, sowas. Sowas traurig. Geh doch nicht. Ich glaube, weil welche rausgeflogen sind, geht es wahrscheinlich länger, kann das sein. Ja. Ja. Wahrscheinlich bricht es auch noch gleich ab. Das kann passieren, ja. Was muss ich erstmal eine Matrix neu konfigurieren? Derzeit betrachte ich meinen Geldbeutel. Nichts drin, schade. Ja, wenn man sich so eine Kiste leistet, dann ist klar, dass da nichts mehr. Hui! Oh Gott! Ey, oh. Icy, guter Flug! Ich fahre gerade die Strecke, die wir gleich fahren werden, einfach schon mal rückwärts ab. Damit ich. Veranstaltung fehlgeschlagen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Event wird gestartet. Lecker Christ auch noch raus. Drei Leute raus. Drei Leute? Da müssen wir jetzt fast ja tatsächlich. Jetzt haben wir jetzt Lecker Christ wieder drin. Oder vielleicht auch nicht, wenn wir uns beeilen. Bei mir wird das Event gestartet. Ja, wird's jetzt auch. Gleich. Jetzt. Sind überhaupt alle da? Nö. 10 Leute sind da. Das ganze Auto ist bei mir einfach nur ein schwarzer Fleck. Okay. Läuft. Zu lange im Ofen gelassen. Kann mal passieren, wenn man so ein Auto backt. Ja. Ist halt, wenn man das ganze Auto aus Carbon hat, muss man halt mal so ein Auto mal backen, ne? Ja. So lange in Afrika gelassen. Die Reifen auf Temperatur. Oh, Junge. Event wird gestartet, hey. Boah, er macht einfach eine Vollbremsung da. Ja, auch. Du krass. Das geht aber nicht schwer, ey. Gebt mir die Macht des A-Team. Gleich kommt BM und erschießt euch alle. Ah ja. Das Problem ist, man kann nicht gerade sagen. Ja. Und tschüss, Guru. Und tschüss, Guru. Oh. Nö. Jetzt hab ich die ganzen Lambos bei mir im Team, ey. Boah. Ey, das sind doch welche raus. Ich hab den V12 in unserem Team auch. Boah. Die ist positiv, ich kann es nicht verkacken. Du hast schon verkackt, du bist gar nicht dabei. Oh. Ja, wir machen nicht gegen 5. Also Team Rot, verlieren nochmal. Nein. Bitte. Nein, gewinnen. Andi, ich glaube, es wird nicht besser mit unserem Team. Warte. Ja gut, immerhin hab. Ja, keiner hat den. Ja. Ey, ihr habt den V12 im Team. Ihr habt den Aventador. Guck mal, Ray ist voll der Verräter, ne? Er wechselt einfach Team. Ja klar, nach so einer Leistung. Rauschi, wenn du nicht vom Platz kommst, bitte zur Seite. Ja, danke. Oh, der kommt doch gut weg. Andi, bis später. Mach's gut. Oh, nö. Timo. Ja. Oh, nee. Aua, ich kriege ihn nicht. Ah, die Mauer ist stabil, okay. Gut, dass wir das getestet haben. Stabil wie ein Stift. Rider. Justin, schieb mich. Absolut keine Power. Nö. Nein. Absolut keine Power. Oh, wie schön gerade noch gezählt. Ja. Alter. Schön mal hier den Cut gezogen. Oh Gott. Und wer wallridet denn da? Sag mal, was machst du denn mit den Lambo die ganze Zeit? Weiß ich, was machst du? Das war mal vernünftig. Du hast Allrad und fährst tatsächlich Zeltgetrieb, ey. Okay, ich muss aber sagen, ich habe in der Wheelspin-Folge auch mal schlechte Erfahrungen mit dem Aventador gemacht, aber dafür konnte ich nichts eigentlich. Nee, Gallardo. Der Aventador ist aber ein Gallardo. Achso, ja, ich hab's auch vom Aventador, weil der Aventador fährt auch hier eine sehr, sehr interessante Linie, hab ich schon gesehen. Vielleicht ist ja was dran, was ich gesagt habe, von wegen hier diese mega aufgebauten Autos manchmal gar nicht so. Ey, diese GTA, ne? Hab ich schon gesagt. Ich dachte schon, der gezählt.
Alter. Aua. Oh, oh, jetzt ist die Forza-Karte an mir vorbei. Ich schwör, wenn ich es nicht hinkriege, den. Ja, komm, endlich. Das wäre halt echt peinlich, gell? Ja, ja, aber ich muss sagen, ich muss echt kämpfen mit dem Gewicht von diesem Auto, ne? Aua. Es lässt sich halt überhaupt nicht fahren. Ja, immerhin nur mit dem Gewicht vom Auto und nicht mit dem eigenen Gewicht, ja? Oh. Rausch, die Band ist dein bester Freund, ne? Hm? Ey, komm! Die Band ist dein bester Freund, ne? Ja, so ungefähr. Der zählt einfach wieder! Das gibt's doch nicht, Ray. Yeah, 200 Sieg, Bitches! Komm jetzt! Sieh doch! Nein! Doch! Kleine 31er. Also, kaum ist man nicht mehr im Team von Ananas, schon läuft die Sache. Was soll das denn halt? Ja gut, aber ihr habt ja auch super Lamborghinis, ne? Ja, die ist eine super Performance abgezogen. Ja. Ich kann euch aber schon mal beruhigen, die nächste Jahreszeit ist auch für ihre Regensaisons bekannt. Ach, oh, schön. Winter. Genau. Ja, das ist eine Plörre. Schon, ne? Also wie oft schneit es im Winter tatsächlich? Nicht so oft, da regnet es eher. Ja. Also gut, kommt drauf an, wo man wohnt, aber ja, bei uns auf jeden Fall. Nur Regen. So, kommen die anderen nochmal rein? Oder? Ich kann keinen Join, ich brauche eine Einladung. Okay, kann jemand die Herrschaften einladen, sobald ihr in meiner Sitzung seid? Auf jeden Fall kommt jetzt mal kein Rundkursrennen und auch kein Sprintrennen. So viel kann ich schon mal verraten. Twyford, Red Race. Track Race haben wir gar nicht drin, fällt mir gerade auf. Glaube ich, in der Auswahl. Oh, schade. Ja, zum Glück. Ist gut, brauchen wir nicht. Ja, ist eh nur zu kurz. Geht ja das Beitreten und das Einrichten länger als das Track Race selber. Außer man nimmt das auf der Autobahn. Ja, selbst das. Und am Strand. Können wir mal Forza schon machen. Aua. Ja, neues Format. Ja, Zufallsgenerator hat gerade Forza-Ton gewählt. Nee. Ananas, ich hab dir eigentlich. Ja, gerade gesehen, danke. Sollte funktionieren. So. Kann ich Ray wieder das Rennen versauen? Wer fehlt noch? Kuro. Wo steht der? Da sehe ich mich. Also. Gott. Dann war jetzt wieder 11. Ah, toll. Das ist ja toll. Fantastisch! Oh. Lassen wir uns so ein bisschen angeln gehen hier. Oh. Ja auch. Genau. Du bist der. So, wollen wir hoffen, dass es funktioniert. So. Kuro, Kuro, Kuro. Hey! 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 Was? Bin ich schon bei euch? Ich sehe noch nix. Dann nimm die Augenklappe. Juhu! Oh, Junge. Ja, ich muss die Brille mal wieder putzen. Spielst du mit einer Holzschachtel oder? Baguette. Ja, halt erste Version der Xbox One. Was will man da erwarten? Hatte ich auch mal noch. Dann habe ich sie verschenkt. Verschenkt? Ja, aber diese Geschenke, die ja, man nicht mal gut meinte, ja. Einfach so, dass sie weg ist. Habe ich aber auch. Ist Kuros synchronisiert? Können wir starten? Ja. Nein, noch nicht. Ja, nee, okay. Jetzt war es Pause. Also, um euch nochmal schon drauf vorzubereiten, wir spielen Überleben. Oh, oh geil. Ja, jetzt geht's los. Gott. Jetzt. Ja, jetzt. Da nice. Haben wir vor der Reihe verloren. Jetzt oder gleich? Die Lambos haben doch eh einen Vorteil. Ist synchronisiert. Denn. Welche Karte haben wir? Ach, ja. Oh Gott. Ja, wir fahren XXXXL, Hammer. Der Eissee. XXXXL. Eissee, ach du Scheiße. 20XL, ja. Ah. Die mit dem roten Stuhl. Die Kompaktversion also. Ne, die mit dem roten Stuhl ist ja, Die sollten zum Arzt gehen. An dir. Alles klar. Recht hat er. Wissen mal Bescheid. Ich dachte schon, so eine wird es nicht kommen, so ein Witz, aber. Andi haut raus. Ja, Andi haut raus. Gut, das Andi ich muss mich. Kompensieren, ne? Der ist fertig. Der sieht er sich, ey. Wenn Andi jetzt Zombie ist, dann wissen wir ganz genau, wen er als erstes jagen wird. Soll überleben, kein Zombie sein. Außerdem, wen soll ich jagen?
Ja, wen wohl? Alle auf Timo. Wen wohl? Komm schnell mal hinterher, was soll ich machen? Haben wir hier irgendjemanden, der Kevin heißt? Oder alle hey, rotes Team, voll geil. Ich finde euch voll nett. Aber jetzt müssen wir langsam mal aufholen, ne? Das Junge. Gibt's doch nicht, Mann. Och Gott, Mann. Der Boy hat mich gefragt, dass er jeden Tag bei einer anderen Partei ist. Ja. Komm, ich bin immer, ich bin immer für mein Siegerteam. Ach so, mein Siegerteam. Nein. Das Schöne ist, wenn man jetzt hört, oh Mann, Siegerteam. Denk ich immer, Mann, ich bin damit gemeint. Also, der Alpha, der hat jetzt gute Karten. Aber Ray, ja, sei sicher, dein Hackerteam. Also, Andi, ich gebe dir 10 Sekunden. Kann ich viel enger um die Kurven und dann direkt wieder stempeln. Du gehst mit 10 Sekunden, dann will ich sehen, Kollege. Also ich wette, dass du nicht länger als 10 Sekunden überlebst. Okay. Wer ist Andi? Ja. Auf Ray? Auf jeden Fall. Der ist doch freiwillig hier. Auf jeden Fall. Easy. Die Lambos kommen nicht vom Fleck, die haben zu viel Power. Alt F4. Wie der V12. Alt F4. Ich hab zu viel Power. Ja, Scheiße. Oh mein Gott, Jay halt einfach die Fresse. Jayman. Aua. So, 10 Sekunden sind vorbei. Ich lebe immer noch, wie du siehst. Scheiße. Ich weiß gerade genau schon, wer es auf mich abgesehen. Was sind denn die Hallo. Infizierten? Oh Gott! Hinter dir! Oh fuck! So. Okay. Zweimal. Ray, Achtung, hinter mir! Was hinter mir? Dasselbe Co. Nein! Ich mir doch lass mich! Achso, wir müssen ja jetzt wieder irgendwelche Leute retten. Hallo, Elvico! Andi! Wo ist lohnt sich's, Andi zu retten überhaupt? Nee. Nein! Slushy drückt mich einfach weg. Oh Gott. Was so langsam. Ist das der Aventador? Oh Gott. Lol. Ich will mich einfach nur umdrehen. Wo ist ein Ray eigentlich? Los? Ich fahr diesen diese Asphaltstrecke lang. Ich hab hier irgendwie jeden. Ich hab keinen Bock Offroad zu fahren. Nein! Oh. Nein! Oh Gottchen. Nein! Oh, ich wollte gerade raus. Das war Lackschaden. Folierung hat mich in 1 Million was gekostet. Es wird Blattgold foliert. Ja, Moment, wenn ja eigentlich ist es tatsächlich Messing, aber Messing sieht irgendwie goldener aus als Gold. Yes. Wow. Als ob du das jetzt wusstest, dass ich da hoch war. Oh fuck. Ich bin schlau. Sorry, kann mich mal aufhören. Kann mich, Rauschi, jetzt kannst du mich nochmal crashen. Oder Forza Cut. Oder ignoriere mich einfach. Kann ich auch machen. Ignoriere mich auch, okay. Rauschi. Forza Cut, das gibt's doch nicht, dass der immer noch überlebt. Rauschi. Hinter dir. Rauschi. Ich bin hier Raum. Alter. Ne, ich fahr das nur gerade. Mich einfach links liegen lässt. Seitlich. Ja, da sind zwei. Aber voll in mich rein knödeln. Ich mag Knödel. Knödel, ja. Richtiger Knödel ist das. Cäsar? Forza Cut? Oh, Gruhr mit seinem SUV ist er natürlich durch was auch eigentlich. Im wahrsten, aber das ist der einzige, wo ich gut bin. Der Rest. Ich bin immer noch der einzige, der infiziert ist. Oh, hinter dir! Lauf hier hinter dir! Andi! Oh, ich find's interessant, dass mich Ray, drei Leute verfolgen. Das ist ein bisschen gefahren. Ja, du bist leicht. Dabei bist es gar nicht. Die goldene Rauschi, Mann! Die goldene Rauschi, ich mich an dir retten und du stirbst wieder. Ja, es sind die ganze irgendwelche so Trödel ja, drin gewesen. Dann hättest du einfach mich mal gerettet, dann wären die auf mich gegangen, anstatt auf dich. Ja, ich wollte dich retten, aber du hast nicht die Handbremse gezogen und bist weitergefahren. Was willst denn du jetzt schon wieder? Ja, dass du die Handbremse verziehst. Aber ganz völlig. Nee. So wetten wir nicht. Wer ist denn da hinten? Forza Cut wieder auf den Asphalt kommen. Oder auf den Baum fahren. Oh Gott, kacke. Ich hätte die ganze Zeit wie... Ray! Nein! Nein! Aua! Hilfe! Da ist die pinke Wand! Du nicht! Also hab ich immer noch keine. Ach Mann, ey! Vorsicht! Alles hängt an dir! Nö! Ja! Mann! Ich bin halt nur Sekunden als einziger hinter Justin hergefahren, hat ihn nicht interessiert. Genau! Ja, weil du auch nichts gesagt hast. Oh. Ich stehe neben meinem Fahrzeug. Ja, man schaut sich in den ich auch. Das ich stehe komplett neben mir. Sogar einen Zwillingsbruder habe. Interessant. Oh nein. So, Rauschi, jetzt erwarte ich aber schon mal ein bisschen mehr. Hier, ne? Will nicht Überlebender sein.
tot sein. Ja, kein Problem, komm her. Komm her. So, jetzt hier rein in die Olga. Rein in die Olga. Rein in die Olga. Oh Gott. Oh, ja, ja, ja. Richtig gut. Dankeschön. Rein in den Holger. Danke dafür. Los, boah, Offroad ist halt, geht gar nicht gerade mit dem Fahrzeug, ey. Wo ist er denn? Auch nicht. Wo ist er denn? Und halt sogar. Junge! Fahrzeug! Alter, wo ist der? Wo sind die? Im Wasser. Da rechts oben. Das ist halt echt schwierig, mit Heckantrieb am Gelände zu fahren. Das ist. Timo! Echt eine schwierige Geschichte. Ja, das Problem kenne ich. Nein! Bei dir glaube ich das nicht. Angebaum. Ja, doch. Glaubst du, ich bin so guter Fahrer, dass ich sogar. Ey, weißt du, wer alt Bäume nicht respektiert, hat's auch nicht anders verdient. Ja, das sind nur die Grünen. Nein! Grüne? Mein Freund, der Baum ist tot. Oh, guck mal, Andi, der hat sogar vinifiziert, ey, Alter. Oho! Bleib stehen! Nein! Doch! Nein! Doch! Warum denn? Warum nicht? Ich hab Kekse! Ja. Ah, das ist natürlich ein gutes Argument. Aber ich muss aufhalten. Alter, wer war das denn jetzt gerade hinter mir? Oh, so Gott. Du das nicht. Die Scheiße im Gelände geht gar nichts bei mir. Heiß! Oh, echt zu schnell im Gelände. Ja, deswegen bleib ich auch schon. Oh, das ist eine Maus. Geil. Kann einer hier hinten mit einem Lambo helfen, der ständig auch so rumfährt? Boah, Alter. Jagd den Lambo einfach. Die ganze Zeit aus rum? Hm. Ach, die? Rauschi! Oh, also, wer die alten Gebäude nicht respektiert, hat es auch nicht anders für mich. Nein! Ist doch! Was? Wie? Mein Gott, Alter, Kuro. Hilfe! Ja? What the hell? Wieso denn zu zweit? Das ist ja unfair. Ey! Ja, komm, rette mich! Danke! Puh, danke, Icy! Dass du mich gerettet hast, ja. Hier, ramm Kuro, Alter. Kuro! Los, Kuro, los, los! Kuro! Alter, oh, es ist zu krass. Gehen. Der SUV ist Aua. Halt schon echt. Jawohl! Nein! Jawohl! Robin! Abit! Ja! Verdammt! Easy. Easy Game. Ey, wenn du halt so jemand wie Andy hast, der dauerinfiziert ist, habt ihr keine Chance, ey. Hab jetzt eigentlich gewonnen. Ich hab den Spielmodus studiert. Ja, ich glaube auch. Abschluss. Vor dem Herrn. Hat er Bachelor. Ich sitze gerade am Staatsexamen. Mein dritter. Alles klar. Professor Andy. Boah, geil, Alter. Was jetzt kommt, da freue ich mich schon den ganzen Abend drauf. Jetzt steht's 2-1, oder? Ja. Ja. Geil, für Rot, ne? 5-0, dachte ich, oder? Ne, für Blau. Was? Bitte Blau was? Blau hat zweimal gewonnen. Und Rot hat gerade eben gewonnen. Ja. Und da steht's 2-1. Ja, 2-1 für Rot. Also entweder Rot ist die Overtime. Ich dachte, dass die was am wenigsten Zeit braucht. Oder was? Liege ich falsch? Hä? Hey, Rot hat doch gerade gewonnen. Ja. Ja. Rot hat doch schneller geschafft, das Team zu anzuseuchen, richtig. Als genau. Gabweisch. Ja. Hatten wir die beiden Rennen davor verloren? Ja. Einmal wegen irgendjemanden und das andere. Ja, genau. Irgendjemand. Das habe ich schon auch nicht verdrängt. Mehr wert, es war. Ja. So. Hat sogar das Rennen mal angeführt und dann einfach gedacht, das Team ist so geil, ich will einfach mal Letzter, ey. Ich war nicht Letzter. Ja, aber gefühlt schon. Jetzt habe ich verraten, wer es war, toll. Ja. Andi zählt nicht als Platz, der ist. Ich war auch nicht Letzter. Das ist richtig. Stimmt. Der Platz ist für mich reserviert. Ja. Will ich auf Großmaul machen? Ja, vielleicht haben wir jetzt schon die Entscheidung. Aber vielleicht geht's auch in die Overtime. Man weiß es nicht. Es kommt ganz drauf an, in welchem Team ich bin. Stimmt, ich habe bis jetzt immer gewonnen, ne? Nee, doch nicht. Das erste Mal habe ich ja verloren. Stimmt, halt. Aber halt das Rennen gewonnen, so. Aber Einzeldarsteller brauchen wir hier nicht. Deswegen kann ich mir das sonst wohin schieben, diesen Sieg. So, gut. Alle da.
Achso, keine gute. Oh lol. Nee. Achso, also. Na, dann trete ich da mal bei. Oh nein. Oh, bei Nacht. Ja, das ist das Schlimmste bei Nacht. Aber das Winter ist. Das ist egal. Ich fahre ein Geländeauto. Ja, klar. Ich hab's gesagt. Und jetzt könnte ich richtig aufs Maul fliegen. Aufs Maul? Aufs. Also ja, mit dem ganzen ist das natürlich auch wieder eine Herausforderung, aber ich bin guter Dinge. Ja, aber der Camaro hat ja ein Allrad. Ich wollte gerade sagen, Rausch, die kannst du ja immerhin an ihr schieben. Das Rennen startet zu später Abendstunde. Ja, du musst leider den Tag über auf mich warten. Oh, Fahrzeugkarte ist, glaube ich, raus, ne? Ist. Nein. Wolltest du das Auto wieder haben? Nee, du. So. Wichtig ist nur, dass ich am Ende im Siegerteam bin. Kann man ja alles so cutten, dass es so Team passt. Team Blau hat jetzt eine sehr komfortable Position dir die Regeln so aus. Ja, vielleicht bin ich ja jetzt im Team Blau. Das wäre ja super, ne? Wenn ich da jetzt in Team Blau zufälligerweise drin wäre, bin ich aber nicht. Oh, nee, aber die 3 ist 1 Bugs. Also Team du musst Blau. Ja nur zum Schluss beim Gewinner sein, ne? Immer mit dem gleichen Team. Ich würde sagen, wir können ja uns auch mal freundschaftlich vielleicht mit einem Unentschieden trennen. Nein. Ja, wie wäre das? Wobei doch, besser wird es verderben. Computer ist klar. Ja. Ach, ich finde aber gerecht, dass die S1-Autos immerhin das X-Fahrzeug bekommen haben, weil der war schon einfach das ganze, die ganze Zeit komplett OP. Ja, die ganze Zeit. Ja, natürlich. Beim Schlüssel. Ja, absolut. Kann mich jetzt nur noch blamieren. Also, ich würde sagen, in Style und Driftpunkte hat er schon alles wegdominiert. Ja, das war nett, danke. Der war fast noch besser als Let's Play Omega. Man kauft ja auch nach Winterthur. So. Ich hätte noch eine alte Corvette kaufen können, aber. Ich glaube, mit der Corvette wärst du deutlich besser gefahren. Ah, ich darf vorne starten. Das war noch richtig Mitte alter, starten, keine Ahnung. Oh ja, Synchron, Junge! War kurz davor, mir ein X5M zu holen. Ich darf vierter starten, geil auf Schnee. Ich bin dritter. Bitte fahren, geil, ich bin geil, ich hab's gegangen. Hätte ich lieber mal eine Reihe gebaut. Du hast keine Ahnung, was Wheelspin ist. Ja, tritt mich halt komplett. Doch, ich bin gerade im Wheelspin-Format. Ich weiß schon, was Wheelspin ist. Ein Format, bei dem ich jedes Mal so ziemlich aufs Maul bekomme. Sag da wieder ZR1. Warte mal. Ja, so ziemlich jedes Mal. Ray, hast du Heck oder Allrad? Heck, hab ich doch gesagt. Was? Ich hab ein Heck und ich hab Ray eine Front. Hat sich nicht zusammengesetzt, ist ein ganzes Auto. Wo ist jetzt das Problem? Ich glaub auch schon, aber noch mal bitte. Wieder on point heute, meine Damen und Herren. Das wird nix. Okay, alles klar. Junge. Ja gut, also. Wir können eigentlich nur noch gewinnen, kann ich ruhig letzter werden, oder? Aua. Danke, Band. Oh nee. Das war die beste Entscheidung auf Winterreifen. Soll ich dir mal einen Tipp geben? Vielleicht mal vorher ein bisschen bremsen? Ja. Was macht denn der Aventador, Alter? Der reißt ja jede Wand ab. Hä? Nee, das bin ich. Eine Wand. Machen die da vorne, Robin und Ray? Was machen wir? Wir fahren. Wir testen werden. Ich hab kein ABS. Ach man. Ich hab kein ABS. Ich hab ADS. Ich denk mir so, hey, hat der nicht gesehen, dass der da recht geht? Nehmen wir beide weg. Vielleicht vorher im Tuning ein bisschen mehr am Bremsdruck, was arbeiten sollen. Oh, das war scheiße. Jetzt hab ich auf die Minimap geachtet und bin voll in die Wand geklatscht. No. Jetzt kommt der Aventador. Vince, geh weg. Ey, ich nehm nie wieder das Fahrzeug. Das nächste Mal mach ich. Ja, wenn du das Auto, ich hasse es. Wieso habe ich immer so kurzen Autos? Mann. Ich drücke diese Scheiße voll durch und ich fahr trotzdem. Aber Icy, ne? Wir können gerne Auto tauschen. Ja, echt, wirklich. Und dann sagt noch einer einmal, Allrad ist der bessere Antrieb. Ich werde das nie wieder behaupten. Weißt du, man glaubt schon selbst dran, dass man Heckantrieb hat. Ich hab mal nicht verschissen. Team Rot, Team Rot, Team Rot. Das ist mega peinlich, ey. Alter. Oh Gott. Selbst Aventador hat 0 Punkte. Denkst du, hast du vielleicht im Allrad Möglichkeiten, dich zu früher bremsen? Aber... Ich will wenigstens ins Ziel kommen. Juhu. Ja, knappe Sache. Erste gestartet, letzte vom Team raus. Geil, super. Position verteidigt. Aufgeholt. Bei Lenetta. So, ich würde sagen, wir schließen die Folge trotzdem ab, lassen wir es einfach mit dem Unentschieden enden. Finde ich eigentlich auch eine ganz nette Sache. Gott sei Dank. Und
Wir haben ja gesagt, Verlierer zahlt eine Runde, da es keinen Verlierer gibt. Zahlt, finde ich gut. Zahlst du keine Runde. Zahl ich mal eine Runde, ist kein Thema. Eine Runde Nackenschläge. Genial. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem So wäre Däumchen nach oben, wäre nice. Andere Sichten, wie immer in der Videobeschreibung, aber das wisst ihr normalerweise schon. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche noch ein wunderschönes Restwochenende. Bis zu den nächsten Multiplayer-Ausgaben oder bis zu den nächsten Let's Play-Ausgaben in Horizon 4. Macht's gut an dieser Stelle. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Olli.